So, gestern ist was Lustiges passiert. Und zwar habe ich irgendwann mittags einen Anruf bekommen. Holländische Nummer. Ich gehe dran, frage mich, wer könnte das sein? Ja, es war jemand, der sagt, er möchte gerne morgen seiner Freundin einen Heiratsantrag machen auf Schloss Drachenburg. So, Schloss Drachenburg ist hier am Drachenfels in Königswinter. Tolle Location, wirklich wunderschön. Die beiden machen öfter Ausflüge nach Deutschland, besuchen alle möglichen Orte. Und er möchte jetzt seiner Freundin einen Heiratsantrag machen. Das Problem bei der Sache war, sein Fotograf ist abgesprungen und da ist er dann auf mich gestoßen. Und ja, hier bin ich. Ich bin auch ein bisschen aufgeregt. Das Tollste da an der ganzen Sache ist, er hat mir nicht nur die Aufgabe des Fotografierens übertragen, mich gebeten, sondern auch an sein Auto zu gehen, welches er offen lässt, um dort einen Korb Rosenblätter rauszuholen. Also muss man sich überlegen. Der Mann kommt aus Holland, hingefahren aus Utrecht, fährt nach Königswinter, überlässt mir die Verantwortung quasi, dass sein Heiratsantrag von A bis Z gelingt. Also nicht nur die Fotos, sondern natürlich auch die Überraschung mit den Rosenblättern. Ich fühle mich geehrt und bin auch ein bisschen aufgeregt. Bin jetzt auf dem Weg nach Königswinter, werde hoffentlich den Wagen finden, werde dann mit der Zahnradbahn nach oben fahren, das Herz präparieren, vorbereiten. Natürlich bin ich bestens informiert, wo ich das mache. Dank dem virtuellen Rundgang, den man auf der Webseite von der Drachenburg findet. Und ja, Fotos und weitere Eindrücke gibt es später. So, das Parkticket habe ich geholt. Und was sehen wir hier? Ich bin ein bisschen aufgeregt. Oh, die Tür ist auf. Und, wie im Film, tada, das hat schon mal gut geklappt. Jetzt gucken wir noch, ob die Rosen da sind. Wunderbar, ach Gott. So, ich mach die Kamera mal aus, damit ich nichts kaputt mache. Bis später. Ja, keine 5 Minuten mit der Bahn, schon sind wir am Schloss angekommen und ich habe die Rosen immer noch in der Hand und suche mir jetzt mal ein schönes Plätzchen. Und dann bin ich mal gespannt, ob die pünktlich sind und wie es weitergeht. Nachdem der eine Eingang natürlich verschlossen war, haben wir den Haupteingang genommen, 8 Euro bezahlt und sind jetzt hier am Start. Und jetzt schaut euch mal bitte diese wunderschöne Kulisse an. Und was würde sich besser eignen, als genau hier die Rosen zu platzieren? Und das werden wir jetzt mal machen. Die Arbeit ist getan. Schaut mal hier. Ich glaube, herziger kann ein Herz nicht sein. Ich bin ehrlich, die Aufregung steigt. Ich weiß nicht genau, wo sie langlaufen werden. Werden sie hier den Gang nehmen? Oder da hinten die Treppe? Ich weiß es nicht, aber ich bin natürlich bestens vorbereitet und gut zu Fuß, sodass ich auf jeden Fall alles einfangen werde. Schenk dir den Augenblick und dir was zu sagen. Vielleicht hast du's ja geahnt. Vielleicht aber auch nicht. Ich will dich was fragen. Ja gesagt und alles ist super gelaufen. Das Herz war toll, das Wetter ist klasse, grandios, die Sonne ist rausgekommen, obwohl es die letzten Tage einfach, einfach nur geregnet hat und keine Ahnung, was soll ich noch mehr sagen, ne? Das ist einfach wunderschön. Ich freue mich für die beiden und hoffe, dass die beiden mich dann auch zu ihrer Hochzeit nach Utrecht einladen. Das wäre auf jeden Fall die Krönung. Willst du bei mir bleiben? Von jetzt an bis zum Schluss willst du mein Zuhause sein, in diesem großen Zirkus. Willst du bei mir bleiben, auf dieser weiten Reise, bis der letzte Vorhang fällt für uns beide.
Bye.